Auch heuer wird die Anschaffung von Elektrofahrzeugen für den privaten Einsatz weiter mit Förderungen unterstützt. Mittlerweile setzen aber auch viele Salzburger Unternehmen immer mehr auf Elektromobilität. Predrag Krinic ist E-Sprinterfahrer bei der Firma Queenberger Logistics. Ich fahre seit ungefähr 2 Jahren, fast jeden Tag außer Wochenende und Feiertage. Es fühlt sich gut an, so ist leise und ruhig. Ja, derzeit benutzt Queenberger eine kleinere Flotte von 5 Sprintern und einem 26-Tonner seit einigen Jahren. Und die laufen bei uns im Testbetrieb, insbesondere im urbanen Bereich in Salzburg und in Wien. Die Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Baustein unserer Unternehmenspolitik. Wir sind ein eigentümergeführtes Unternehmen. Da ist man auch den nachfolgenden Generationen verpflichtet. Im Moment befinden sich die E-Fahrzeuge noch im Testlauf. Mit dem Ergebnis zeigt man sich aber durchaus zufrieden. Im täglichen Praxiseinsatz bewähren sie sich durchaus. Ja. Sie haben natürlich, was Einsatzweite und Leistung betrifft, Beschränkungen. Ja, man muss schon ein bisschen planen, weil es noch zu wenige Ladestationen gibt. Und man muss rechnen auch, dass bei Tankstelle noch andere Autos sind. Und dadurch muss man ein bisschen mehr Zeit planen. Das Fahrzeug hat so im Tageseinsatz je nach Temperatur ca. 150 Kilometer Reichweite. Dadurch ist es also ideal geeignet für den Einsatz im urbanen Gebiet. Die Resonanz ist natürlich extrem positiv, ja, weil man eben auch sieht, dass Queenberger ganz sich intensiv mit diesen neuen Transportmöglichkeiten beschäftigt und viele Kunden fordern mehr oder weniger auch zum Teil diese neuen Fahrzeuge. Ja, täglich werde ich angesprochen, ungefähr ja, so 20 Mal. Die Fragen sind dabei immer dieselben. Die Reichweite, wie das mit Auto ist, wie das Auto geht. Firmen wie Queenberger Logistics wollen auch in Zukunft vermehrt auf E-Mobilität setzen. Ja, es braucht mit Sicherheit noch zusätzliche Förderungsmöglichkeiten, weitere technische Entwicklungen, was das Equipment betrifft, ausgeprägte und ausreichende Ladeinfrastruktur. Ich denke, das sind so die wesentlichen Punkte. Wenn Sie sich für das Thema E-Mobilität, Ladelösungen oder Förderungen interessieren, klicken Sie gerne auf www.salzburg-ag.at/e-mobilität.